Kapitel 12 Zweifel von außen. Was auf diesen großen Tag folgte, waren Wochen ohne wahre Ereignisse. Aurora war schlicht nicht in einem Zustand, um zu trainieren und Stärke zu sammeln. Deswegen verbrachte sie die meiste Zeit einfach in ihrem Zuhause, wartend auf Besserung, nur manchmal unterbrochen von Besuch. In der Regel durch Mashadow oder hin und wieder auch durch Amagaga. Bedeutende Neuigkeiten gab es in dieser Zeit nicht. Auroras neuer Teamkollege verbrachte die Nächte trotz allem immer noch im Freien, nahe des Polarsees, obwohl Aurora ihm bereits das Zimmer in dem Kell übernachtet hatte, angeboten hatte. Über den Angesprochenen dachte sie beinahe gar nicht mehr nach. Kell war nichts gewesen als eine kleine Hürde auf ihrem Weg in eine große Zukunft. Rund 2 Wochen später war sie wieder bereit, das Training aufzunehmen, was sie und Mashadow auch sofort taten. Dass Mashadow nicht unbedingt stark war, gerade für einen ehemals engen Mitarbeiter Epsilons, war zwar ein Nachteil dadurch, dass er das Team nicht alleine in eine höhere Liga tragen könnte. Doch für das Training war es deutlich angenehmer. An einem Nachmittag zerrte er Aurora nach dem Training auch noch einmal zu Amagaga und Monagoras. Ich hatte neulich ein kleines, aber wichtiges Detail vergessen. Bei meiner Erzählung über Epsilon. Aus den Schatten, welche sich um seinen Hals rankten, zog er einen kleinen, aber knopfartigen Gegenstand. Das hier ist ein Sprachtransmitter. Ein Gerät, mit dem seine Unterstützer Kontakt zu Epsilon halten. Niemand wird so ein Ding offen tragen, aber wenn ihr je einen derartigen Knopf an einem Pokémon seht, dann ist es ein Unterstützer Epsilons. Diesen hier hat er deaktiviert, als ich mit Aurora hierher kam. Der Gegenstand, auf welchem das Augenmerk hier lag, war zur Hälfte rot und zur Hälfte weiß, in der Mitte ein eher kleiner Punkt. Eigentlich hatte Aurora noch nie ein derartiges Muster gesehen. Jedoch kam es ihr aus irgendeinem Grund seltsam bekannt vor. Ich kann den Transmitter gerne hier lassen, solltet ihr ihn untersuchen wollen. Amagaga lehnte jedoch ab. Der Fakt, dass diese Dinger existieren, reicht als Information. Wie so ein Gerät funktioniert, ist wirklich nichts Neues mehr. Gerade dachte das neue Polana-Watra, dass dieses Gespräch damit beendet sei, doch als sie gerade gehen wollten, wurden sie erneut gestoppt. Sekunde, ich möchte kurz mit euch über etwas Wichtiges reden. Monagoras schien überrascht, aber wissend, worum es gehen sollte. Warte einen Moment, Amagaga, wir sagten etwas von einem vertrauenswürdigen Team. Vorwurfsvolle Blicke folgten von jedem anderen Pokémon im Raum. Jetzt schaut mich nicht so an! Wollt ihr mir wirklich verübeln, dass ich denke, das wäre ein Pokémon, welches vor wenigen Wochen noch an Epsilons Seite kämpfte, eine so sensible Aufgabe anvertrauen? Dieses Drumherumgerede nervte Aurora. Können wir vielleicht erfahren, worum es überhaupt geht? Amagaga antwortete. Offensichtlich nicht einverstanden mit dem Einwand seines Teamkollegen. Natürlich. Es geht um eine sehr wichtige Aufgabe, für die wir vertrauenswürdige und starke Pokémon brauchen. Ein Team. Und ihr mögt derzeit zwar niedrig in der Rangliste stehen, aber ich bin optimistisch, dass ihr stärker seid, als diese Platzierung aussagt. Immerhin hatte euer Team erst einen Kampf und das vor deiner Entwicklung und Mashadow. Also... Monagoras ist zusammen mit einem der anderen Teams auf eine Idee gekommen. Nächste Woche Donnerstag werden alle Teams der Liga ausschwärmen. Eine Großaktion soll es werden, überraschend dazu, um Epsilon und Anhänger zu finden und zu überraschen. Alle Teams sollen nach Anhängern oder Epsilon suchen, was auch durch Mashadows neue Information simpler wird. Aber natürlich können wir in einer Lage wie dieser nicht den Turm vollkommen unbewacht lassen. Deswegen wollen wir ein vertrauenswürdiges Team finden. Gerade nach deiner letzten Begegnung mit Epsilon hielt ich es für sinnvoll, euch beide als Waffen hier zu lassen. Ich vermute stark, dass ohnehin nichts geschehen wird und ihr damit im Prinzip einfach einen Tag Freilauf im Turm habt. Aber trotzdem sehe ich euch als die geeignetsten Pokémon für diese Position. Aurora fühlte sich von Amagagas Vertrauen wirklich geehrt.
Doch Monagoras wandte sich immer noch gegen diese Idee. Wir können Marcello nicht trauen. Außerdem ist die Vermutung, dass sie stärker sind als Platz 433, nicht gerade ausreichend, falls doch etwas geschieht. Ich bin dafür, dass wir für den Job wieder Team Slash nehmen. Die beiden wachen schon viel zu oft und lange über den Generator. Außerdem waren es nicht die beiden, die zuerst auf die Idee mit der Großaktion gekommen sind. Immer noch Unzufriedenheit sehend, macht er einen Vorschlag. Also gut, Monagoras, wenn du solche Sorge hast, machen wir einen Deal. Aurora, Marcello, ihr werdet die erwähnte Position einnehmen, solltet ihr übermorgen euer Ligamatch gewinnen. Das muss als Stärkebeweis reichen. In 2 Runden! Der plötzliche Einwurf von Monagoras erschrak Aurora. Rang 412 zu besiegen heißt nichts. Wenn es die beiden schaffen, ohne eine dritte Runde zu benötigen, akzeptiere ich es. Zwar gefiel diese neue Bedingung Aurora wirklich nicht, doch Amagaga schien noch zuversichtlicher als sie selbst. Gut, ihr beiden habt es gehört. Ich glaube daran, dass ihr das schafft. Etwas leiser fügte er an Aurora gewandt hinzu. Ihr habt ohnehin den Typenvorteil. Sieh es als Chance, Monagoras eins für sein Misstrauen auszuwischen. Hey, das habe ich gehört! Ich weiß. Also hat noch irgendjemand Fragen? Ansonsten sehe ich euch übermorgen bei Sonnenuntergang auf Ebene 30. Eine Wette war nicht unbedingt, was Aurora sich für ihren zweiten Ligakampf vorgestellt hatte. Doch ablehnen konnte sie nun ohnehin nicht mehr. Stattdessen begaben sie und Marcello sich zu einem Trainingsfeld, um sich vorzubereiten. Allerdings trafen sie dort auf 2 Pokémon, welche beim Training alles andere als eine Hilfe sein würden. Ach, Aurora, dich gibt's also auch wieder. Für eine Wette bereitet ihr euch also vor? Dann haltet euch besser ran, ansonsten müssen wir am Ende wieder hier wachen. Woher wusste Seraora bereits von der Wette? Monagoras und Amagaga hatten sie erst vor Minuten geschlossen und seitdem nicht einmal ihr Büro verlassen. Auf die Anfrage antwortete Seraora jedoch gelassen. Sorok weiß es von Amagaga und ich von ihr. Kurz zuckte Sorok bei der Erwähnung ihres Namens auf. Ja, weil ich das Konzept für das Projekt entwickelt habe, steht Amagaga mit mir in Kontakt und hat mich direkt angefunkt. Angefunkt? Auch Marcello hatte nicht gewusst, dass dies in der Liga eine Möglichkeit war, doch stören ließ sich keiner von beiden. Und, wie sieht's aus? Wollt ihr noch eine Runde gegen uns trainieren, um zu sehen, dass ihr noch lange nicht auf unserem Level seid? Die Option abwägend, entschied Aurora sich recht schnell. Ein kurzer Kampf wird nicht schaden, denke ich. Gesagt, getan. Viel zu sagen gab es nicht über das Duell der beiden Teams. Seraora ließ Worten wahrlich Taten folgen und siegte recht dominant gegen Aurora. Sorok und Marcello lieferten sich durch ihre gegenseitige Effektivität ein relativ interessantes Duell, doch am Ende siegte die Erfahrung, welche eindeutig auf Soroks Seite war. Ich muss euch lassen, das war deutlich besser als letztes Mal. Strengt euch an, dann schafft ihr das mit der Wette. Diese motivierenden Worte kamen sehr überraschend, doch weniger überraschend als der folgende Hinweis. Ihr kämpft übermorgen übrigens gegen ein recht berüchtigtes Unterliegenteam. Sie sind eigentlich nur dafür bekannt, dauerhaft rund um Platz 400 zu sein. Ein Serpifeu und ein Yorklef. Gerade da Serpifeu in rund 93% aller Fälle beginnt, sind sie sehr vorhersehbar und damit durchaus besiegbar. Etwas überrascht von all dieser Hilfe bedankte sich Aurora. Hey, bild dir nur nichts drauf ein, Mon. Aber uns liegt auch was dran, dass ihr das Ding gewinnt. Ich habe nämlich keine Lust auf den Job. Mit diesen Worten verschwand Seraora, doch Sorok blieb noch kurz zurück, mit einem nervösen Blick zur Treppe, zu welcher ihr Teampartner gelaufen war. Kann ich kurz mit dir reden, Aurora? Sicher? Ja, dann inzwischen mitbekommen, wie du Epsilon gegenübergetreten bist. Und ich weiß auch, dass du trotzdem weiterkämpfen möchtest. Eine Mischung aus Angst und Sorge erfüllte ihre Stimme nun. Bitte versuche mich zu verstehen, Aurora. Du legst dich mit etwas an, was über dir steht. Glaube mir, ich kenne mich mit Epsilon besser aus als die meisten. Wenn er auch nur versucht hätte, dich auszuschalten, dann wärst du jetzt nicht mehr hier. Das ist etwas, was du aussitzen solltest, so schwer es auch sein mag. Du weißt mehr über Epsilon als die meisten anderen,
Wie soll das dann bitte sein? Was hast du denn mit ihm zu tun? Nervös blickte Sorak zu Boden. Naja, ich war einer der Ersten, die in Epsilon eine Gefahr sahen. Ich habe damals viel recherchiert. Ich habe sogar ein Buch geschrieben über alles, was ihn betrifft. Und wenn ich aus allem damals etwas gelernt habe, dann ist es, Epsilon aus dem Weg zu gehen, so weit wie nur möglich. Du weißt nicht, wozu er fähig ist, Aurora. Bitte, für dein eigenes Wohl, fordere dein Glück nicht heraus. Die Furcht in Soraks Stimme beunruhigte Aurora wirklich, doch auch was sie gesagt hatte, war sehr überraschend. Du hast dieses Buch geschrieben? Kennst du es? Ich habe es bei mir herumstehen. Es war der erste Kontakt, den Kell mit Epsilon hatte. Auch Sorak zuckte zusammen, als sie den Namen des Fukano hörte. Ich verstehe. Aurora, wenn du mich nicht verstehst, dann lies einmal das Buch. Bitte, vielleicht verstehst du dann auch meine Sorge. Traurig blickte sie auf ihren linken Arm, immer noch eingehüllt in ein rotes Tuch, so wie bei Auroras erster Begegnung mit ihr. Bitte, glaube mir. Sorak, kommst du? Mit einem letzten Seitenblick ging Sorak nun ihrem Teamleiter folgend. Aurora blieb zurück, etwas aus der Bahn geworfen von diesem Gespräch. Natürlich wusste sie selber, wie gefährlich Epsilon war, doch war dies wirklich Grund für derartige Sorge? Nie zuvor hatte sie derartige Furcht in den Augen eines Pokémon gesehen. Oder irgendwie schon? Irgendwo in ihrem Inneren erinnerte sie sich an einen derartigen Blick, doch sie konnte einfach nicht verstehen, woher. Gleichzeitig verband sie die Erinnerung nicht mit Trauer oder Furcht, sondern mit Zorn. Nichts, was derzeit in ihrem Verstand vorging, ergab auch nur im Ansatz Sinn. Sie versuchte, diese Gedanken einfach abzuschütteln und sich wieder ans Training zu machen. Während einiger Matches fragte sie auch mal Shadow über Epsilon aus. Sag mal, weißt du denn irgendetwas über Epsilon? Irgendeinen Grund, weshalb Sorak seine Angst hat? Ihr Teampartner selber nahm die Sache deutlich lockerer als Aurora selbst. Ich habe euch alles gesagt, was ich über Epsilon weiß. Vermutlich ist sie einfach ängstlich, was verständlich ist. Nicht jeder hat die Willenskraft, sich in ein Gefecht mit dem Plotkrieger zu stürzen. Aurora versuchte, diese Erklärung zu glauben, doch sie konnte sich irgendwie einfach nicht dazu bringen. Aber wenn sie wirklich dieses Buch geschrieben hat, dann weiß sie doch bestimmt mehr als wir. Wenn sie so viel recherchiert hat und wie sie ihren verbundenen Arm angeblickt hat, war auch seltsam. Ich glaube, dass sie Epsilon bereits begegnet ist. Auch ich bin alles andere als allwissend, was Epsilon angeht. Ich schließe definitiv nicht aus, dass sie irgendetwas weiß, was ich nie erfahren habe. Aber andererseits kommt mir Sorak auch schlicht nicht wie das Pokémon vor, das kampfbereit und mutig ist. Ja, irgendwie schon, aber diese Furcht in ihrer Stimme, die Angst in ihrem Blick, ihr Arm. Was ist, wenn Epsilon selbst der Grund dafür ist, dass sie sich so verhält? Ich kann einfach nicht glauben, dass wirklich nichts mehr dahinter steckt. Irgendetwas in mir sträubt sich gegen den Gedanken, gegen diese Vermutungen. Daran bedacht, Auroras Fokus wieder auf das Training zu legen, versuchte Shadow sie zu beruhigen. Es ist durchaus möglich, dass deine eigene Begegnung mit Epsilon etwas in dir verändert hat. Aber wenn du sicher gehen möchtest, dann nutze doch einfach heute Abend die Zeit und lies Soroaks Buch. Sie sagte schließlich selber, dass du es dann verstehen würdest. Du hast wohl recht. Trotzdem konnte Aurora sich für den Rest des Tages kaum auf ihr Training konzentrieren. In Gedanken hing sie immer noch bei dem Gespräch, bereits vollkommen dabei, Soroaks Buch zu lesen. Anders würde sie die Wahrheit nicht erfahren. Aber wollte sie diese Wahrheit überhaupt erfahren?